willkommen zum letzten Video der Reihe Wie strickt man einen Islandpulli? Heute werden wir als allerletztes die Armlöcher schließen, also diese hier. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt aus der Nähe. Dazu legt ihr euren Pulli so flach vor euch hin, dass ihr euer Ärmelloch hier habt. So, jetzt mache ich euch das mal ganz nah und schärfer. So, ihr braucht jetzt eure Nadel und eure Schere. Und wir hatten ja den Faden noch nicht abgeschnitten, also der ist ja hier noch komplett am Knoll dran, der hier hängt. Da schneidet ihr jetzt mal ein gutes Stück ab, das euch reicht, um das hier zu vernähen. Da kann man ungefähr sagen, ja, sollte so 6-mal, 7-mal ungefähr das Loch sein. Dann schneidet ihr ab. Jetzt müsst ihr gucken, eure Nadel ist jetzt falsch rum drin. Das ist immer ein bisschen ein kritischer Moment, weil wir nähen es von links nach rechts. Was ihr hier machen könnt ist, nehmt euch eine Stricknadel und fädelt von der Hilfsnadel, die falsch rum ist, die Maschen einfach auf die Stricknadel drauf. Geht am besten, indem man die Nadel erstmal noch zulässt. Folgendermaßen so. Und macht dann die Nadel auf. Und schwupps sind die Maschen auf der richtigen Nadel. Jetzt fädelt ihr euren Faden in eure Nadel ein. Und geht folgendermaßen vor. Ihr stecht. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, das ist jetzt blöd, ich kann das nicht mit einem andersfarbigen Faden machen. Unten, in der unteren Reihe, von außen nach innen in die Masche ein, die an diese losen Maschen angrenzt. Also ihr stecht hier, also bei mir, könnt ihr mal gucken, sind es 3 Maschen, die erste, die zweite und die dritte. Und ich nehme die unterste und hier steche ich ein. So, von vorne nach hinten. Und ich gehe von vorne nach hinten durch diese erste Masche durch. Und von dort gehe ich nach oben, in die oberste Masche. Nicht in die mittlere, sondern in die oberste, sodass sich das verbindet und gehe in die, die auf der Masche liegt, von vorne nach hinten und wieder zurück zur ersten Masche von vorne nach hinten und gehe gleichzeitig durch die zweite Masche durch, die auf der Hilfsnadel liegt. Die erste Masche könnt ihr jetzt von eurer Hilfsnadel schon fallen lassen. Und oben geht ihr auch nochmal durch die erste und durch die zweite Masche. Und auch hier könnt ihr dann die erste Masche fallen lassen. Hier müsst ihr gut anziehen, dass das nachher wirklich fest ist. Und jetzt geht das immer so durch zwei Maschen durch. Die vordere Masche von der Hilfsnadel fallen lassen. Müsst ihr aufpassen, dass wirklich nur eine fällt. Und oben durch die 2 durch. Und wieder die erste Nadel fallen lassen. Die erste Masche fallen lassen. Wieder fallen lassen. Und wieder 2. Jetzt lassen wir ja wieder eine fallen. Jetzt haben wir nur noch eine Nadel auf der Masche. Da kommt jetzt gleich die Besonderheit. Oben nehmen wir jetzt nochmal diese 2 runter. Ihr seht, ich habe jetzt teilweise ein bisschen locker angezogen. Und eine fällt. Jetzt haben wir hier nur noch eine. Jetzt gehen wir durch diese eine Masche durch. Und lassen die von der Nadel fallen und gehen aber zusätzlich noch
Da müsst ihr am besten von unten in euren Pulli reingehen, in die äußere Masche rein, in die hier. Also ihr seht, auch hier, wir sind wieder 1. Oh, das ist sehr unscharf für euch. Auch hier sind wieder 1, 2, 3 Maschen. Ihr nehmt die erste, die unterste, und geht so hier rein. Von hinten nach vorne. Und zieht die Nadel, zieht fest. Dann geht ihr oben in die letzte Masche rein, zieht die Nadel raus, zieht fest und geht hier in die, müsst ihr jetzt gut gucken, wo die oberste Masche ist. Das ist hier immer ein bisschen schwierig. Das müsste dann die hier sein. Und man kann dann auch nochmal durchs Vernähen, wenn hier etwas komische Lücken jetzt entstanden sind, wie hier, kann man einfach mit dem Faden einmal unten reingehen. Dann dreht man den Pulli auf links. Also wir haben jetzt die Nadel innen, jetzt drehen wir den Pulli auf links, sodass wir auch unseren Faden vernähen können. Und dafür gucken wir jetzt, also das hier hinten sieht ja jetzt noch so ein bisschen komisch aus. Das sah ja auch von vorne nicht so schön aus. Da näht man jetzt am besten ordentlich in rechts, links zurück, also dass ihr das seht. Ordentlich, dass man das hier schön festziehen kann. Und auch hier nochmal. Und alles, was euch dann manchmal hier zu locker vorkommt, da könnt ihr einfach gerade einmal schön runterstricken, nähen. Jetzt seht ihr wieder nichts. Und geht auf der anderen Seite wieder hoch. Und zu guter Letzt vernäht ihr noch euren Faden. So. Wenn ihr dann der Meinung seid, es passt alles, könnt dann ja noch mal gucken, wie es auf der anderen Seite ist. Hier ist es ordentlich, da brauche ich nichts mehr zu machen. Hier ist es auch gut fest. Dann nähe ich einfach zur Sicherheit noch mal so ein bisschen hier drüber, dass es auch wirklich hält. Wichtig ist, ihr solltet gucken, dass es nicht zu hart vernäht wird, weil sonst wird es dann auch unbequem zum Anziehen. Schneidet ab. Und jetzt noch den anderen Ärmel. Da geht ihr wieder genauso vor. Ihr dreht einfach euren Pulli um. Hier sind jetzt auch noch Markierungsmaschen drin. Das ist natürlich auch nicht schlimm. Wir drehen die Nadeln wieder um. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Die hier müssen wir wieder wechseln. Also auch hier einfach wieder abfädeln. Dann haben wir uns wieder ein Stück abgeschnitten, fädeln ihn auf die Nadel und dann wird wieder die Hand am besten hier reinlegen. Man geht wieder in die dritte von unten, also ich zeige es euch nochmal, dass ihr es gut sehen könnt. Ihr habt die erste, die große und eine kleine. Dann geht ihr in die kleine rein und nehmt gleich von hinten nach vorne die erste Masche mit. Dann dreht ihr um und guckt einfach, wo ihr noch gut vernähen müsst. Wenn es jetzt ist wie bei mir, dann könnt ihr einfach einmal den Faden komplett durchziehen. Ich zeige euch das jetzt. Also ich habe ja jetzt auf der Seite hier noch ein Loch. Hier. Und mein Faden ist jetzt hier. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal, dass
auf der Seite, das gut fest ist, dass hier keine Löcher mehr drin sind. So. Dann ist das hier alles zu. Und dann gehe ich mit meiner Nadel und meinem Faden einmal komplett auf die andere Seite. Ne? Ziehe ich das erstmal durch. So. Und gehe noch weiter auf die andere Seite. Seht ihr das? Bis ich an meinem Loch ankomme. Hier. Und jetzt, so, habe ich hier geknuddelt. Jetzt ist ja hier das Loch. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich hier einfach nochmal vernähe und festziehe, sodass diese Löcher hier zugehen. So. Dass das einfach nochmal durch Zug nach unten hin. So. Seht ihr, wenn ich ein Loch sehe, dann gehe ich einfach mit der Nadel nochmal drüber. Nochmal durch. Und dann sind auch die Löcher zu. Jetzt vernähe ich noch, schneide den Faden ab. Und ja, dann ist der Pulli fertig. Und das war's. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Der letzte Schritt, der war jetzt vielleicht etwas schwierig. Wenn ihr wollt, kann ich euch das mal noch an keinem Ärmel, sondern an irgendeiner Stelle einfach zeigen. Also an zwei Strickstücken mit einem farbigen Faden, wie man das zusammenstrickt. Und